Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich in Demut um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringe. Maria, meine Mutter und Königin, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein heiliger Schutzengel, bittet für mich. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Diese Worte hast du, Herr, beim letzten Abendmahl gesagt, am grünen Donnerstag. Vor 9 Wochen haben wir das besonders begangen und gefeiert. Damit hast du verbunden den Auftrag, tu dies zu meinem Gedächtnis. Der Beginn der heiligen Eucharistie, der Beginn der heiligen Messe. So sehr wir dies vor 9 Wochen gefeiert haben, so sehr war doch auch dieser Tag überschattet vom kommenden Leiden, von Verrat und vom Verlassen der Jünger. So konnten wir nicht wirklich frei und unbeschwert dieses große Geschenk deiner Güte feiern. Die Kirche hat in ihrer Weisheit deshalb das Fest von Leichnam eingeführt. Das Fest, das wir heute feiern, Herr, und wir wollen besonders in der Freude der Auferstehung noch einmal neu der Einsetzung der heiligen Eucharistie gedenken. Die heilige Eucharistie, die heilige Messe, die Wandlung von Brot und Wein in deinen Leib und dein Blut durch die Worte des Priesters, sie bedeutet eine Verlängerung des Osterfestes. Wir können sozusagen über die Zeit hinweg einsteigen in das Geschehen von damals. Wir werden Zeitzeuge dessen, was geschehen ist, Zeitzeuge deines Opfers am Kreuz, Zeitzeuge deiner Auferstehung. Und wir werden zu Augenzeugen deiner Gegenwart. Wir sehen dich wahrhaft, wirklich und wesentlich, wenn auch in der Gestalt des Brotes. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheitglanz, hier ist auch verborgen deine Menschheit ganz. Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier, wie der Schächer ruf ich, Herr, um Gnad zu dir. So hat der heilige Thomas dich gepriesen. Ja, welche Demut! Am Kreuz sah man wenigstens noch deine Menschheit, hier sehen wir nicht einmal deine Menschheit mehr, sondern nur die Gestalt des Brotes. Herr, manchmal wünsche ich mir, dass ich dich so leibhaft vor mir sehe, wie die Apostel dich nach der Auferstehung sahen. Und dann fällt mir doch wieder ein, es ist doch gnädig von dir, dass du dich in der Gestalt des Brotes verbirgst. Könnte ich es sonst überhaupt ertragen, dich in Händen zu halten? Wenn ich bei der heiligen Messe dich bei der Wandlung erhebe in der Gestalt des Brotes und in der Gestalt des Weines, dann denke ich mir immer, du, Herr, wirst von mir getragen und emporgehoben? Nein, du trägst mich, du ziehst mich empor, Herr. Lass mich, lass uns nicht versinken in unserem eigenen Ich, in Sünde und Schuld, in der Dunkelheit und Finsternis, sondern zieh uns immer hinauf in dein Licht. Und es ist so schön, dass wir jeden Tag dir begegnen dürfen und nicht nur dir begegnen dürfen, sondern uns von dir ins Licht emporziehen lassen dürfen. Herr, an diesem Fronleichnamstag ist es üblich, dass wir nicht nur die heilige Messe dankbar und froh feiern mit allem Festlichen, was uns zur Verfügung steht, denn wir sind Menschen und müssen unserer Freude nach außen Ausdruck geben. Ein Fest will gefeiert werden, nicht diskutiert werden. Und so bringen wir alles Schöne, was wir haben, um dich zu ehren, mit auf den Altar. Doch wir tun nicht nur das, sondern wir tragen dich durch die Straßen unserer Städte und Ortschaften, zumindest sofern uns das Corona erlaubt. Und ich denke da an so viele schöne Prozessionen mit dir durch die Stadt Köln. Der Weihrauch zieht in die Gassen und wir begegnen den Menschen in den unterschiedlichen Situationen. Wir ziehen an Wohnhäusern vorbei. Herr, du willst zu den Menschen kommen, dort, wo sie sind, wo sie wohnen, wo sie leben. Oft ziehen die Weihrauchschwaden durch die Cafés. Und es ist ein Zeichen dafür, dass du auch dort zugegen sein willst. Du willst dort sein, wo die Menschen ihre Freizeit verbringen. Wir kommen an den Geschäften vorbei, dort, wo die Menschen Handel und Wandel treiben. Du willst in das berufliche Leben hinein. Kein Ort unseres Lebens, kein Augenblick, kein Bereich soll ausgeschlossen werden von deiner Gegenwart. Du interessierst dich für alles. Wenn die Weihrauchschwaden durch die Cafés ziehen, dann wenden sich manche Menschen ab und halten sich die Nase zu,
als wäre etwas Giftiges, was auf sie zukommt. Herr, lasse ich dich wirklich in jeden Bereich meines Lebens? Oder wende ich mich manchmal auch von dir ab, weil ich irgendwie Angst habe, dass du meine Kreise störst? Gerne bin ich in der Versuchung, dich in die Kirche zu verbannen. Und draußen, ja, da geschieht dann was anderes. Herr, du willst bei jedem von uns sein, in jedem Augenblick, in jedem Bereich des Lebens. Und noch mehr. Du willst nicht nur vorbeiziehen und wieder verschwinden wie die Weihrauchschwaden, sondern du willst bei mir bleiben. Dein Bild ist ja schon von meiner Empfängnis an im Herzen verborgen, denn jeder Mensch trägt ja dein Bild in sich. Und dieses Bild wartet darauf, mit dem Urbild in Berührung zu kommen und nicht nur das, mit diesem Urbild zusammen zu sein. Wir dürfen dich empfangen mit Fleisch und Blut, mit Leib und Seele. Du willst wirklich bei mir einkehren und bei mir Wohnung nehmen und bei mir bleiben. Nicht als Gast, sondern als Herr meines Lebens. Herr, lass mich deine Gegenwart im Herzen bewahren. Über den Tag des von Leichnamsfestes hinaus, über die Feier der heiligen Messe hinaus. Du kommst zu mir, um bei mir zu bleiben. Bleibt in mir, dann bleibe ich in euch. Herr, es gibt eine gute Gelegenheit, sich immer wieder daran zu erinnern, wie nah du uns sein möchtest. Ja, dass du wirklich bei uns und in uns sein möchtest. Dass das wahr ist, was der heilige Paulus auf dem Areopag sagt. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Herr, eine wunderbare Gelegenheit ist es, dich anzubeten in den Kirchen am Tabernakel. Denn im Tabernakel bist du wirklich und wahrhaftig. Das ewige Licht erinnert uns daran. Und du möchtest nicht allein sein. Du möchtest, dass wir bei dir sind. Und wenn wir bei dir sind, dann schenkt das dir auch Trost. Wieso Trost? Du bist doch wahrer Gott. Brauchst du Trost? Du bist auch wahrer Mensch. Und du hast in der Ölbergnacht gelitten. Alleine gelitten. Du hast dich gesehnt nach der Nähe deiner Freunde, der Apostel, aber sie haben geschlafen, sie haben dich allein gelassen. Als der Engel kam und dich tröstete, tröstete er dich vielleicht auch damit, dass er dir zeigte, wie die Menschen in aller Welt, in allen Generationen und Jahrhunderten bei dir bleiben, zu dir kommen, dir Gesellschaft leisten, dich nicht allein lassen. Ja, Herr, lass mich dich trösten in deiner Einsamkeit am Ölberg. Und tröste auch mich, tröste uns, stärke uns und erfreue uns durch deine Gegenwart. Jemand sagt einmal, bei dir in der heiligen Eucharistie verweilen bedeutet, wie sich in die Sonne zu setzen, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen. Wenn wir in der Sonne sitzen, genießen wir die Wärme und das Licht und schließen vielleicht die Augen und sind einfach nur froh, dass die Sonne scheint. Bei dir sein, Herr, ist vielleicht nicht nur dann gut, wenn uns kluge und kostbare Gedanken kommen, sondern einfach, wenn wir da sind. Manchmal ist es doch so, Herr, wenn wir einander besuchen, dann kann es sein, dass die Gedanken abschweifen und doch freuen wir uns, wenn wir beieinander sind. Manchmal ist es so, wenn ich einen Kranken besuche und der Kranke kann sich vielleicht gar nicht mehr äußern. Man bleibt einfach da und hält ihm die Hand. Da mögen sein, dass die Gedanken irgendwie abschweifen und doch, man ist eben da. Herr, ich hoffe darauf und ich vertraue darauf, dass du dich auch dann freust, wenn meine Gedanken einmal nicht so sind, dass sie nur bei dir verweilen, sondern bei allen möglichen Kleinigkeiten des Alltags. Eigentlich kann ich diese Dinge ja auch zum Gebet machen, zum Gespräch mit dir, denn du interessierst dich ja für alles und jedes. So wie du dich interessierst, durch die Städte zu gehen und alle Häuser und alles, was in den Städten ist, mit deiner Gegenwart zu durchdringen, so möchtest du meinen Alltag in all seinen Augenblicken durchdringen. Herr, es ist schön, dass du da bist. Und ich bitte dich, gib mir ein offenes Herz. Ein Herz, das auch bereitwillig bei dir bleibt, auch dann, wenn ich einmal nichts spüre, wenn ich dabei nichts empfinde. Herr, unser kleines Gespräch möchte ich beenden mit einem Gebet, was mir sehr kostbar geworden ist. Es ist das stille Gebet
des Priesters in der heiligen Messe, bevor er dich empfängt. Schade eigentlich, dass es leise gebetet wird. Es ist ein Gebet, das jeder von uns sich zu eigen machen kann. Und mit diesem kleinen Gebet, mit diesem Wort an dich, möchte ich unseren kleinen Dialog beenden. Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, dem Willen des Vaters gehorsam, hast du im Heiligen Geist durch deinen Tod der Welt das Leben geschenkt. Erlöse mich durch deinen Leib und dein Blut von allen Sünden und allen Bösen. Hilf mir, dass ich deine Gebote treu erfülle und lass nicht zu, dass ich jemals von dir getrennt werde. Ja, Herr, lass nicht zu, dass ich jemals von dir getrennt werde. Dann kann mir wirklich nichts geschehen. Du hast uns darüber hinaus deine himmlische Mutter an die Seite gestellt, die uns hilft, dass wir bei dir bleiben und dass wir nicht von dir getrennt werden. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich, um deine Gnade, sie zu verwirklichen. Maria, meine Mutter und Königin, Heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein heiliger Schutzengel, bittet für mich.